Chancen, wo sind die aktuellen Debatten dazu und was wären eigentlich nächste Schritte, die man gegebenenfalls auch gemeinschaftlich angehen müsste? Wer könnte das tun? Wer sind die Akteure auf dem Spielfeld? In etwa so denke ich, wir können das kurz anreißen. Ich freue mich sehr, dass an meiner rechten Seite Annette Mühlberg ist. Annette Mühlberg, Mitglied der Enquete-Kommission bei Verdi für genau das Thema in Lohn und Brot und engagiert, um genau auch mit den Unternehmen, aber auch mit den Arbeitnehmern das Thema Informationsfreiheit in allen Facetten von Open Data bis wohin auch immer zu bearbeiten. Da kommen wir gleich darauf zurück. Herzlich willkommen. Kommen wir eher zu den Damen, genau, obwohl Halina bei den Damen vielleicht eher zusammenzucken. Halina Wawczyniak, den meisten ja bekannt, die netzpolitische Sprecherin in der Bundestagsfraktion der Linken, jemand, der also in seiner Person natürlich auch das Thema Offenheit repräsentiert. Ich grüße die Herren Soth und Konsorten sehr herzlich. Wir sind da ganz offen. Mein eigener Chefgeist ist auch mal mit mir. Also nochmal herzlich willkommen an Halina. Halina ist jemand, der also, nehme ich nochmal auf, das Thema Offenheit nicht nur repräsentiert, sondern auch sich so ein bisschen einen Namen dadurch gemacht hat, auch einen kritischen Namen, dass sie das Thema, darf man aus Parteigremien den Twitter bewegt hat. Und natürlich auch einen wichtigen Bereich beschreibt, der natürlich beim Thema Offenheit, offene Daten natürlich ein Punkt ist, wie weit betrifft das uns selber in den Organisationen, in denen wir sind. Ich muss jetzt ein bisschen lauter reden, weil offenbar niemand diese nicht vorhandene Tür zumacht, sondern viele Diskussionsprozesse da stattfinden. An meiner linken Seite, da freue ich mich auch sehr, Stefan Wehrmeier. Stefan und ich, wir kennen uns auch schon sehr gut aus dem Bereich Open Data Berlin. Jemand, der jüngst mit seinem Portal Frag den Staat gestartet ist und damit eigentlich auch eine sehr gute neue Plattform positioniert hat, die das Thema Bürger engagiert sich für die Thematik jetzt auch bewegt. Mein Name ist Julia Witt. Ich selber bin einerseits mit dem Thema Open Data sehr stark verknüpft, weil Daniel Dietrich, der nicht bei uns ist, aber auch einige Akteure, die aus dem Raum zusammen im letzten Jahr in Berlin die Aktionsplattform Open Data Berlin gegründet haben. Auf der anderen Seite bin ich mit Sebastian Koch, Sprecherin der LAG Netzpolitik der Linken in Berlin. Ja, das wäre es erstmal. Und insofern starten wir jetzt einfach mal in der ersten Runde. Meine Frage an euch, ich gucke mal so ein bisschen zurück, ist die, was für euch speziell, für euch drei jetzt beim Thema Informationsfreiheit in den ganzen Facetten, wie das im Eingangstext hier so zu lesen ist, was ist euer persönlicher Zugang zum Thema, was ist euch das Wichtigste an diesem Thema? Halina. Na, mein Zugang ist eigentlich der, dass ich sage, eher ein demokratietheoretischer Ansatz oder ein demokratiebezogener Ansatz. Wir haben gesagt, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Ich füge dann immer hinzu, dass es aus meiner Sicht nicht heißen soll vom Volke, sondern von der Bevölkerung, sondern also dass es darum geht, dass alle, die hier leben, ihren Lebensschwerpunkt haben, sozusagen sich an Demokratie beteiligen dürfen. Müssen, sollen, nein, müssen nicht, sollen. Und Demokratie setzt Informationen voraus. Ich kann über verschiedene Dinge nur entscheiden, wenn ich weiß, worum es geht, wenn ich bestimmte Informationen habe. Und deswegen vertrete ich die These sehr zugespitzt formuliert, dass alles, was in dem Bereich Wirtschaft, Staat, Organisationen, Parteien, Gewerkschaften, da muss Annette was zu sagen, aber durchaus auch Wirtschaftsverbände, Betrieben, was mit mehr als zwei Personen besprochen wird, öffentlich ist. Also ich finde, es gibt sozusagen ein Recht darauf, dass alles das, was sozusagen mehr als zwei Personen miteinander besprechen, öffentlich gemacht gehört. Das sozusagen, ich beziehe ausdrücklich nicht ein, sozusagen Privatkontakte, sozusagen personenbezogene Daten, personenbeziehbare Daten, aber sozusagen Diskussion, Debatten, Entwicklungen, finde ich, gehören öffentlich gemacht, damit Prozesse transparent, nachvollziehbar gestaltet werden können, dass die Leute mitreden, mitentscheiden können. Das ist sozusagen mein Zugang zu dem Thema.
Und deswegen, um gleich mal den Bogen zu dem Berühmten zu spannen, finde ich es absurd, wenn Ausschüsse in Parlamenten geheim tagen. Wenn es irgendwelche Sachen, ich bin leider, vielleicht auch zum Glück, nicht in solchen Ausschüssen, wo es irgendwelche Verschwiegenheitspflichten gibt, wie den Ausschuss zur Kontrolle von Geheimdiensten, abgesehen, dass ich finde, dass sie abgeschafft gehören, das ist jetzt in jedem Kreis, sozusagen, da gibt es aus meiner Sicht nichts, was geheim gehalten werden muss. Und wenn ich an Parteien gehe, finde ich, es gibt heutzutage keine Debatten mehr, die man nur intern führen kann. Das ist völlig absurd und im Übrigen haben Wählerinnen und Wähler oder auch die Gesellschaft einen Anspruch darauf, zu sehen, welche Diskussionen sich dort entwickeln, worüber diskutiert wird, weil wir haben leider Gottes nur das Recht, alle 4 Jahre ein Paket zu geben. Also Paket A, Paket B oder Paket C. Und vor dem Hintergrund, sage ich, unter der Perspektive personenbeziehbare, personenbezogene Daten schützen, sozusagen, das muss dann schon sehr noch anonymisiert sein, aber alles das, wo potenziell Leute mitentscheiden, muss komplett auf den Tisch gelegt werden. Ein sehr radikaler Ansatz von Offenheit. Insofern ist es sicher interessant, auch diese Begriffe nochmal zu vergleichen. Annette, beim Thema Information, Freiheit, freie Daten, Offenheit, das ist ja noch ein anderer Aspekt gewesen. Wie ist deine, eure Sicht? Also ich spreche hier mal ganz für mich alleine. Ich auch, ich habe einfach auch für mich alleine gesprochen. Ja, ja, das ist euer Gespräch aus dem Protokoll. Ja, naja. Zu eurer Sicht kann ich dann auch was sagen, weil wir haben auch als Verdi ganz offiziell durchaus schon ein Berliner Manifest zum Beispiel verabschiedet, was auch die Daseinsvorsorge in der Informationsgesellschaft beinhaltet, inklusive einige Standards auch zu solchen Fragen. Also es gibt da auch Positionen, aber hier möchte ich jetzt erstmal einfach ganz privat für mich meine Position vertreten. Und ich bin da nicht ganz so radikal wie Halina, was sozusagen eine zwanghafte Öffentlichkeit bei allem angeht, weil es auch manchmal die Sachen sehr bürokratisch machen kann und dann zu versteckten Sitzungen sogar führen kann. Und das finde ich dann noch schlimmer, als wenn ich weiß, okay, die Runde tagt da hinten und dann kann ich die direkt danach löchern, als wenn sie dann vor allem tagt und dann aber faktisch dem vorgeschaltet schon ein Vortreffen stattgefunden hat, was dann doch geheim war. Und naja, also kurzum, das kann man alles lang en Detail besprechen, aber ich denke, vom Grundsatz her sind wir uns einig. Demokratie braucht Öffentlichkeit und braucht Informiertheit. Und dazu gehören natürlich die staatlichen Daten, dazu gehören aber auch Wirtschaftsdaten, dazu gehören eigentlich alle relevanten Daten in Gesellschaft und Politik, bis auf eben die privaten Daten. Und da interessiert mich einfach ein Bereich nochmal ganz besonders. Den haben wir heute schon auf dem Podium in Ansätzen, auch wurde er schon angesprochen. Ich bin großer Fan gerade bei den IT-Fragen von Verfahrenstransparenz. Also ich denke, zum einen müssen wir jetzt mal wieder von IT-Infrastruktur reden. Da finde ich, ist eine absolute Pflicht, dass jeder Prozess en Detail beschrieben wird, sei es in der Verwaltung, sei es in einem Unternehmen, das nachvollziehbar ist, was passiert mit den Daten, die da verarbeitet werden und wie sie verarbeitet werden. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, dass natürlich eine, gerade im öffentlichen Bereich, natürlich öffentliches Gut per se produziert wird. Und dieses sollte auch zugänglich sein durch zum Beispiel Open-Data-Initiativen oder Kooperationen. Ihr werdet bestimmt noch ein bisschen genauer auf die Berliner Sache eingehen. Es gibt ja verschiedene Initiativen, wo sich auch schöne neue Kooperationen ergeben haben zwischen Bürger und Staat. Ob es nun Frankfurt gestalten, ist mir da eingefallen, wo sehr schöne Sachen auch vernetzt worden sind. Ich denke, das sind Initiativen, wo das direkt nutzbar gemacht werden kann. Aber ich möchte noch auf eins hinweisen, was mir ein besonderes Anliegen ist. Das ist das eine, dass wir zu der Offenheit tatsächlich auch noch mal näher reinschauen sollten, was eigentlich bei uns heutzutage unter Geheimhaltung fällt. Da sind wir bei dieser Wasserbetriebs hier in Berlin, der Initiative, dass die Verträge offengelegt werden müssen. Ich finde das ein absolutes Unding. Also das sind dann nicht nur Sachen wie jetzt mit IT oder so,
so zu tun haben, sondern tatsächlich, dass der Bürger einfach einen Anspruch darauf hat, zu erfahren, was eigentlich die Vertragsbedingungen sind. Das ist der eine Teil. Na, lassen wir es erstmal dabei und dann kommen wir noch zu anderen. Ja, das Thema Berlin ist schon angesprochen worden, da können wir gerne auch noch was dazu sagen. Stefan, lass mal zu deinem Projekt. Was ist für dich der Zugang beim Thema, weshalb engagierst du dich? Also Informationsfreiheit, das sind ja ganz viele politische Formen jetzt gewesen, die wahrscheinlich für die aktuelle Regierung sehr extrem sind. Aber wir wollen auch vor allen Dingen erstmal als Zivilgesellschaft die Praxis komplett nutzen. Ja? Das Informationsfreiheitsgesetz existiert, aber kaum einer weiß davon, kaum einer nutzt es und kaum einer weiß auch, dass die Praxis sehr schlecht ist, selbst wenn man es nutzt. Deswegen wollen wir im Projekt Frag den Staat, das Ganze dokumentieren und öffentlich machen, wie es momentan genutzt wird und wie die Behörden auch darauf reagieren, weil der andere Teil ist, man kann ja ganz viele politische Forderungen machen und vielleicht auch in Gesetze gießen, nur wenn die Behörden dann oder die Verwaltung nicht mitzieht und abblockt und immer neue Ausreden erfindet, dann kommen wir halt auch da nicht weiter. Das aktuelle Informationsfreiheitsgesetz hat eine gewisse Zugangsvoraussetzung und auch sehr viele Ablehnungsgründe und die Behörden kennen diese Ablehnungsgründe sehr genau und können halt davor schieben Urheberrecht und Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse. Und das ist sehr, sehr einfach für die und da müssen wir halt auch eher ansetzen, dass wir sagen, okay, das ist jetzt genau nicht kein Grund, warum ihr das ablehnen solltet und genau das offenlegen, wie der aktuelle Stand ist, um halt überhaupt weiterzukommen, ja, um sagen zu können, das ist der Stand und jetzt brauchen wir irgendwie eine Novellierung des Gesetzes und das muss Folgendes beinhalten. Also wir gehen halt sehr praktisch ran. Also wir wollen die Leute dazu bringen, mehr Anfragen zu stellen und auch zu gucken, was kann verbessert werden, was ist ja schon sehr gut. Diesen Aspekt des Praktischen würde ich gerne nochmal aufnehmen und kurz aus meiner Rolle der Moderatorin in der Stadt rausschlüpfen und einfach nochmal sagen, wie wir in Berlin herangegangen sind. Wir hatten uns ja vorhin verständigt, das ist genau eigentlich genau das, was du gesagt hast, dass wir da sehr partizipativ herangegangen sind, dass wir Vertreter aus Unternehmen, aus Parteien dabei haben, aus der Verwaltung, aus Initiativen, also vom Open Data Netzwerk, von anderen Vereinigungen und aus der Verwaltung, um zu schauen, was sind denn die Schnittstellen, wo sind die übereinstimmenden Interessen und dass wir dort genau auch bei unserem Open Data Tag im Mai natürlich genau kleinteilige Projekte vorgestellt haben, so wie du das beschrieben hast. Dass wir also keine Staatssekretärs sieben Jahre lang Treffen gemacht haben, dass wir keine der großen Beratungsfirmen vier Jahre lang da beauftragt haben, damit sie uns PowerPoint-Folien schreiben. Das mag für die auch ein bisschen schmerzlich gewesen sein. Aber sondern, dass wir eigentlich aus dem Kreis der Aktiven, da ist auch Sebastian Sohn von Wikimedia, gesagt haben, wir gehen das mal selber an und versuchen genau in einem partizipativen Prozess das zu engagieren, zu etablieren. Und wir auch sehr froh sind, dass das jetzt dazu führen wird, das kann ich jetzt schon sagen, dass wir hoffentlich, wir müssen es natürlich noch ausprobieren, dann auch am 14. September dann in Berlin mit einem entsprechenden Open Data Portal starten werden. Das ist, glaube ich, eine sehr schöne Entwicklung, die wird noch nicht fertig sein. Da wissen wir ganz genau, dass auch einzelne Akteure dann sagen werden, wir gucken uns das nächste Mal an und Daniel Dietrich wird bestimmt sagen, ah, da hinten und da funktioniert es noch nicht oder das ist ja eine Mogelpackung, aber für uns ist eigentlich wichtig, dass wir mit diesem Prozess da anzufangen und einfach zu starten und nicht auf andere zu warten, dass wir da eigentlich einen ganz guten Einstieg gefunden haben. Das, jetzt verlasse ich die Rolle und schlüpfe wieder in die Rolle der Moderatorin, kommt auch nicht wieder vor. Jetzt einfach nochmal zum Thema linke Politik. Wir haben ja sehr verschiedene Zugänge. Ein wichtiger ist natürlich auch bei dem Thema Informationsfreiheit, Offenheit. Wie steht die Linke zu diesen Themen? Immer wieder problematisiert. Die Linke hat sich positioniert zu vielen dieser Themen. Auch die Bundestagsfraktion hat sich positioniert, hat, ich glaube, allerdings, das war im letzten Sommer, sich auch positioniert zu WikiLeaks. Jetzt würde die Positionierung vielleicht anders aussehen. Halina, wie ist aus deiner Sicht die Haltung der Linken im Bundesmaßstab oder auch überhaupt die dir bekannte netzpolitische Haltung dazu zum ganzen Kontext? Also wir haben durch verschiedene Initiativen zum einen immer wieder gefordert, dass, ich sag mal, was ich vorhin gesagt habe, Ausschüsse, die geheim tragen, öffentlich tragen. Also einfach um zu erreichen, dass Leute auch sich daran beteiligen können. Wir haben das sowohl beim Versuch beim Untersuchungsausschuss Kundus
der allerdings im Verteidigungsausschuss war, will jetzt zu weit führen, aber dort gesagt, nee, auch gerade so ein Untersuchungsausschuss muss öffentlich werden. Wir haben das versucht bei der Internet-Enquete und wir haben es an verschiedenen anderen Stellen gemacht. Also dieses Prinzip, dass es öffentlich sein muss. Wir haben eine Position zu WikiLeaks beschlossen, wobei ich will da jetzt gar nicht auf WikiLeaks und OpenLeaks eingehen, sondern um das Prinzip. Also darum geht es mir eigentlich. Und wir sind schon der Meinung, dass sozusagen solche Plattformen, ich nenne es jetzt mal allgemein, weil wie gesagt, ich kann mich da jetzt ein bisschen Streit da nicht einmischen, den will ich hier auch gar nicht führen, dass solche Plattformen notwendig sind, dass sie gut sind. Wir haben allerdings auch immer das Prinzip vertreten, oder es zumindest auch thematisiert, dass wir sagen, dass im Prinzip diejenigen Whistleblower, weil um die geht es ja eigentlich, die gab es auch vorher, aber sie haben jetzt natürlich andere Möglichkeiten, auch sozusagen Informationen zu verbreiten, eigentlich das Prä haben sollten, an welcher Stelle, wo und wie solche Sachen jetzt jenseits einer Internetplattform veröffentlicht werden können. Wir haben in dem Zusammenhang einen Antrag eingebracht, der ist noch nicht behandelt, zum Schutz von Whistleblowing an sich. Das heißt, der Antrag ist natürlich kein Gesetzentwurf, aber wo wir sagen, es geht vor allem auch nochmal um eine andere Kultur, um die Whistleblowing nicht als Denunziation zu diskreditieren, sondern quasi dann die gesellschaftliche Bedeutung, die dahinter steckt, auch wertzuschätzen und dementsprechend dann auch Maßnahmen zu ergreifen. Sei es im gesetzlichen Schutz an verschiedenen Stellen, also geht vom Strafrecht über Arbeitsrecht, bis hin zum Beamtenrecht im Übrigen. Wir wollen an dieser Stelle auch so eine Art Ombudsstelle einrichten, wo Leute hingehen können. Wir sind aber auch dabei, da sind wir noch nicht ganz durch, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass uns das gelingen wird, in dem Bereich Bloggerinnen und Blogger zu erreichen, dass die gerade bei strafrechtlicher Verfolgung, bei Zeugnisverweigerungsrechten Journalisten gleichgestellt werden. Das ist eine heiße Debatte, wie gesagt, da sind wir auch noch nicht durch mit, aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass es an dieser Stelle sozusagen eine Mehrheit finden wird bei uns. Und das sind so Sachen, wo wir versuchen, immer wieder deutlich zu machen, dass um der Demokratie willen, also das ist einfach wirklich immer der Ausgangspunkt zu sagen, es muss Möglichkeiten geben, bestimmte Sachen öffentlich zu machen. Es soll keine geheimtagenden Gremien geben und man muss sozusagen auch sowas wie Schutz von Journalisten jetzt auch auf die neue Zeit beziehen. Also sozusagen das, was von Journalisten und Journalisten im klassischen Zeitungs-, Fernseh-, Radio-Betrieb haben, dass man das auch übertragen muss auf die neue Zeit. Also das sind so die drei wichtigsten Sachen. Stefan, es wird ja so ein bisschen immer auch der Eindruck erweckt, als ob jene Akteure, die sich sehr stark um das Thema verdient machen, die an ihren Kisten sitzen, dass sie aus diesem technisch Möglichen agieren, dass sie einfach so ein bisschen Spaß dran haben, da haben wir die Daten und dann visualisieren wir das mal, wie Berlin einfach Wasser überschwemmt wird, das sieht ja so großartig aus. Also, oder dass Friedrich Lindenberg so ein bisschen sagt, Mensch, das Kinder, dieser offene Haushalt. Und wenn man das einmal dann so hat, das macht ja so viel Spaß. Also so ein bisschen auch aus so einer Faszination für Technik, aus so einer Faszination für das technisch Machbare. Und ein wenig unterschwellig kommt dann so ein bisschen, aber die sind ja nicht in Verantwortung für das, was später dann passiert, oder die sind so ein bisschen unpolitisch, oder die stellen das zur Verfügung, aber wer nutzt das alles? Wie geht ihr mit solchen Positionen um? Was sind die Haltungen eigentlich vom ODN, vom OKF zum Thema, warum macht ihr das alles mit den offenen Daten? Und da steckt ja nicht nur dahinter, mal das schön zu visualisieren, dass es lustig ist, sondern es steckt ja schon auch eine Motivation dahinter, die darüber hinausgeht. Also wenn wir so lustige Sachen machen, dann ist es eigentlich immer nur, um als Beispiel zu zeigen, was möglich ist, ja, auch in Extreme, um ein bisschen die Begeisterung dafür auch hervorzurufen. Aber letztlich sind wir halt wirklich dafür, dass irgendwie die Daten offengelegt werden, aus Transparenzgründen, um die Demokratie zu stärken, um Beteiligung zu fördern. Und ich glaube, das ist immer noch weiterhin unser Ziel. Also wir wollen also verschiedene Informationsfreiheit an sich, also dieses Portal ist jetzt entstanden, nicht weil wir irgendwie
Behörden nerven wollen oder irgendwie, weil wir das technisch irgendwie besonders anspruchsvoll war. Das war eigentlich relativ technisch überschaubar. Aber es ist einfach ein gutes Projekt, um irgendwie die Demokratie ein bisschen zu fördern, ja, um Transparenz zu schaffen. Und ich glaube, so viel wird uns gar nicht vorgeworfen, dass wir da irgendwie nur Spaß mit Technik haben wollen. Wir wollen, glaube ich, wirklich Open Data fördern und Transparenz fördern. Und ich glaube, das gelingt uns auch ganz gut. Ja. Also wir haben da, glaube ich, schon einiges angestoßen. Und ich glaube, das läuft ganz gut. Eine andere Ebene, wo das auch dieser Prozess auch sehr stark bewegt wird, ist ja der aus der Unternehmerschaft. Du hattest, Annette, vorhin schon gesagt, dass so ein bisschen natürlich auch die Sorge ist, dass dieser Prozess aus der Unternehmerschaft kommt und dann natürlich auch wiederum unklar ist, was passiert mit den Daten, was investiert die Gemeinschaft da rein und natürlich auch welche, ich sage mal, im Bundesministerium schmücken sich mit spannenden Portalen, die aber letztendlich die Bürger nicht erreichen. Wie kann man dieses Dilemma umgehen? Gibt es da eine Möglichkeit? Ja, das war die Diskussion, was kostet eigentlich so ein Sport, wenn man das bundesweit macht? Gibt es ja auch immer gleich Bestrebungen, bundesweit einheitliche Standards zu setzen, die dann auch erstmal zwischen allen Bundesländern verabschiedet, vorher diskutiert und dann verabschiedet werden müssen. Dann muss alles gleich gemacht werden und alles wird irrsinnig teuer. Dann würde also eine solche Aktion würde dann immer gleich pro Kommune schon mehrere Millionen kosten, wo du dann sagst, Leute, das kann ja nicht der Sinn der Aktion gewesen sein. Insofern finde ich einfach, dass man hergeht und ganz praktisch rangeht, super hilfreich, ja, dass man vor Ort schaut und sagt, also welche Daten können wir denn mal schon mal bei Default einfach freistellen. Das finde ich also als Grundprinzip sowieso sinnvoll, dass man einfach schon mal rangeht und sagt, also grundsätzlich sind die Daten frei, außer es gibt eine sinnvolle Begründung, warum dies nicht so zu sein hat. Dann ist man schon einen Riesenschritt weiter. Einfach mal mit einem ganz kleinen Schritt, ja, das funktioniert. Dann muss man sich natürlich über technische Standards verständigen und das war da meine Sorge, wenn man praktisch wirklich den Wert jetzt, und da gibt es auf Unternehmensbasis große Diskussionen, dass der Staat sozusagen in toto andockbar sein muss, was wirklich hohe technische Investitionen nötig machen würde, dann frage ich mich auch, hat eigentlich der Staat selbst noch die Tools, um auszuwerten, was er selbst besitzt? Oder sind das nicht viel mehr Unternehmen, die dann wieder dieses einseitig nutzen können? Und da sollte man doch ein bisschen mal ein Augenmerk drauf haben und sagen, wir wollen ja diese Daten wirklich als öffentliches Gut haben und wir wollen diejenigen sein, die sie nutzen können, die sie auch auswerten können. Und da fände ich das eine ganz spannende Diskussion, das sowohl bei den staatlichen Daten zu führen, wie aber auch bei den Imbalancen, wie wir jetzt ja schon sehen, dadurch, wie Google seine Informationen für sich behält zur Auswertung oder Facebook, wer da eigentlich Verträge hat, um diese Daten auswerten zu können und die dem normalen Nutzer überhaupt nicht verfügbar sind. Also weder das technische Tool, das teuer ist, noch überhaupt der Zugang existiert. Das ist das eine. Ich bin noch bei deinem Whistleblowing auf noch einen, möchte ich gerne noch eine Zusatzbemerkung machen. Da muss man natürlich jetzt gerade ganz aktuell in der politischen Runde auf das Beschäftigtendatenschutzgesetz eingehen. Das ist gerade am Laufen und richtet sich auch gegen Whistleblowing. Also das bedeutet, da wird dann erstmal gesagt, du musst erstmal dem Arbeitgeber Bescheid sagen. Und das ist natürlich nicht immer gerade der sinnvolle Weg. Ja, also da gibt es auch, also gerade jetzt im Augenblick soll da ein Gesetz auf den Weg gebracht werden, was dort absolut nicht hilfreich ist, sondern das Gegenteil verursacht. Und wenn wir dann nochmal schauen, was Stefan ja auch schon angesprochen hat, also was passiert eigentlich, wenn wir Daten wirklich die Fragen stellen, dann kommen wir dann wieder wirklich zu den Grundsatzfragen, wo müssen wir auch gesetzlich was ändern, was dann allen hilfreich ist, eben gerade was dieses blöde Geschäftsgeheimnis angeht, was hier und da seine Berechtigung hat. Ich gehöre nicht zur 100% Offenlegungsfraktion, aber zur 99% Offenlegungsfraktion. Also sprich, es gibt hin und wieder auch mal sinnvolle Gründe, warum irgendwas nicht in der Öffentlichkeit landen darf. Aber vom Grundsatz her ist es im Augenblick so, dass es absolut hanebüchen ist, dass wir eigentlich ein cooles Gesetz haben, was aber selber so viele Ausnahmetatbestände hat,
dass wir es kaum anwenden können. Und da müssen wir ran. Ich komme nochmal zu. Also, wir kommen dann auch jetzt gleich unmittelbar. Eine Rückfrage zu Alina, gerne. Du hast eben beschrieben, diesen Einsatz, personenbezogene Daten, personenbeziehende Daten zu schützen. Bist du wenigstens bereit, dann zu differenzieren zwischen der Person Angela Merkel, die meinetwegen gerne geschützt werden kann, und dem Amt der Bundeskanzlerin, deren Terminkalender ich gerne einsehen möchte? Ja, natürlich. Also sagen wir, also, auch Angela Merkel heute Abend ins Theater mit ihrem Ehemann geht, ist ihre Sache. Ja. Wenn aber Frau Merkel eine Geburtstagsfeier im Kanzleramt macht, genau, dann möchte ich das gerne wissen. Also sagen diese Unterscheidung klar. Also dann würde ich schon machen. Okay, dann danke. Das klingt sehr ambitioniert. Ich sage mal so, ohne Protokoll, als jemand, der auch im Moment den Berliner Wahlkampf verfolgt, fände ich es schon ganz vorteilhaft, wenn auch einfach die dort Aktiven meinetwegen wüssten, wo der andere ist. Aber weil natürlich das, was Alina vorhin nannte, ist ja die Maximalforderung. Nein. Ne? So, das ist eine Kompromisshaltung. Also, okay. Die erste Reaktion ist, wenn, nehmen wir jetzt mal, wie ich das Land, wenn in den USA jemand seine Präsidentschaftskandidatur erklärt, ist die erste Reaktion von Journalisten, zu den Orten zu gehen, an denen er früher im Amt war, und sagen, gebt uns mal bitte einen Abzug aller E-Mails, die er geschickt hat in der Zeit. Mhm. Bei Bill Gates waren, bei Bill Clinton waren das 2 E-Mails in 2 Amtszeiten, bei Sarah Palin als Gouverneurin von Alaska waren es immerhin 4000 E-Mails. Da wurden ein paar Sachen geschwärzt, aber der meiste Teil wurde nachher in Paketen veröffentlicht. Ja, das war aber auch Ihr quasi Behörden-Account. Also na, natürlich auch ein Privat-Account, der nicht veröffentlicht wird. Und es gab Probleme, dass sie selber viel Behördenarbeit über ihren Privat-Account gemacht hatte. Dann hat nachher selber Schuld. Über andere Kanäle auch freigegeben wurde. Aber so die grundsätzliche Haltung ist das Spannende daran. Und dann nähern wir uns langsam in einer Maximalposition. Das, was Halina eben sagt, ist noch der so eine Kompromissvariante, um erstmal die Deutschen daran zu gewöhnen, dass es Informationsfreiheit gibt. Okay. Ich wollte nur einfach aus der Sicht vieler Organisationen, gerade sind ja einige auch im politischen Bereich tätig, sagen, dass natürlich auch im politischen Bereich, einfach wenn man mal schaut, wie viele Parteien, ich hatte neulich die Gelegenheit mit unserem CDU-Strategen hier zu reden, natürlich ist denen vollkommen klar, dass also diese Instrumente, diese Tools für Transparenz, Abstimmung oder so, dass sie in der Politik natürlich häufig überhaupt keine Rolle spielen, sondern Politikprozesse eben noch immer sehr stark auf ganz anderen Ebenen und beim Stammtisch stattfinden und natürlich weit, das meinte ich so ein bisschen, weit entfernt von Transparenz. Wir haben jetzt hier so ein kleines Päuschen, in dem Menschen sich melden, das können wir gerne machen. Bitte. Ich wollte nur einhaken, ich verstehe Halinas Auffassung von personenbezogenen Daten im Sinne der gesetzlichen Definition. Das, was du als personenbezogenes Daten verstehst, ist das, was in der öffentlichen Debatte oft als Gegenargument gebracht wird, trifft auch nicht zu. Mandatsträgerbezogene Informationen sind keine personenbezogene Informationen. Es gibt zwar einen Bezug zu einer natürlichen Person, aber nicht zu seinen sachlichen oder persönlichen Eigenschaften im Sinne der Definition. Warum war es dann so schwer, die Teilnehmerliste von der Sause mit Ackermann oder Ackermann? Ja, natürlich, weil die Dummheit grenzenlos ist. Natürlich, und das ist ja das, was mich immer auch so nervt. Also ich will vielleicht kurz im Hintergrund sagen, mein Name ist Carsten Neumann. Ich war in den letzten 6 Jahren der Landesbeauftragte für Informationsfreiheit und Datenschutz in Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, ich habe 5 Jahre lang diese Debatten mit öffentlicher Verwaltung geführt und habe dort immer gemerkt, dass dass beispielsweise Datenschutz ist so etwas wie eine gelbe Flagge auf dem Schiff. Na, man hisst sie gerne und alle sagen dann, Gott, Datenschutz, ich darf nicht. Das ist aber nicht die, also kein gesetzlich richtiges Verhältnis dazu, sondern man muss dann sehr genau definieren. Genau dasselbe ist bei Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Was manche Leute so alles zu Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen erklären, hat mit der Definition überhaupt nichts zu tun. Eine der Hauptdebatten beispielsweise bei der Vergabe öffentlicher Aufträge, sozusagen der Preis des Angebotes, das ist ein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis. Schwachsinn! Das hat mit Betriebs- und Geschäftsgeheimnis, mit der Definition desselben, überhaupt nichts zu tun. Und so gibt es viele Bereiche, wo es, glaube ich, gerade in dieser Debatte immer darauf ankommt, sehr genau erstmal, auch wenn das so ein blöder Spruch auch von den Juristen ist, aber Definitionen klären, worüber rede ich denn hier eigentlich? Und das ist mir besonders immer bei personenbezogenen Daten aufgefallen. Auf der anderen Seite sei natürlich als Datenschutzbeauftragter wieder schön, die Botschaft ist angekommen in der Öffentlichkeit.
Ja? Aber nun übertreibt nicht auch gleich wieder und erklärt alles zu besorgungsumgenden Daten, nur weil es euch gerade mal so passt. Und eine nur kurz sozusagen, was ich erlebt habe, man hat gehofft, in der Hansestadt Rostock mich zur Hilfe nehmen zu können, gegen das Ansinnen in der Öffentlichkeit befragt zu werden, was verdient denn der Geschäftsführer der Hafen- und Lagerhausgesellschaft oder wie die auch immer heißt. Ne? Herr Neumann, das kann doch nicht sein, dass wir das dürfen nach Informationsfreiheitsgesetz, weil das noch personenbezogenes Datum. Ergebnis war, natürlich dürfte das. Was macht den Unterschied aus zwischen dem Gehalt eines Geschäftsführers einer städtischen Gesellschaft und dem Gehalt des Oberbürgermeisters? Der eine muss sich politisch öffentlich rechtfertigen und jeder kann nachschauen, was er verdient, und der andere nicht, weil es eine private Rechtsform ist. Ja? Es ist dasselbe Steuergeld, sagen, das er nach Hause trägt. Und das, glaube ich, ist für mich jedenfalls klar geworden, dass eine der Hauptgründe von Informationsfreiheit ist Liberalisierung. Die Liberalisierung. Also diese Privatisierung unter der Überschrift, unter dem Deckmantel Liberalisierung, dann ist mein immer Entdemokratisierung. Entzug der demokratischen Kontrolle, wenn ich etwas privatisiere, Wasserbetriebe etc. Ja, also ich glaube, und das ist mir einfach wichtig, in den Debatten auch immer deutlich zu machen, das ist keine Debatte über das Internet oder so etwas. Ne? Das Internet ist jetzt eine neue Möglichkeit. Die Debatte ist sozusagen viel älter. Die grundlegende Entscheidung, sozusagen der eine Weg oder der andere Weg, ist schon 1762 getroffen worden. Okay, ich würde vielleicht mal einen Hinweis geben, wenn wir das jetzt hier so ein bisschen öffnen, dass wir vielleicht dann auch den Mitschnitt, dann vielleicht die Kamera auf die Sprecher. Ich habe jetzt nochmal Annette, der Kollege aus Cottbus hat sich noch gemeldet und würde dann einfach nochmal sagen, wir können ja weiter auch plaudern, aber nehmen doch einfach noch zwei, drei andere Themenfelder rein. Annette erstmal als Replik. Ja, vielleicht eher als Ergänzung. Also das strukturelle Problem, das wir haben, ist, dass bestimmte Gesetze einfach nicht vollzogen werden, ja? Dass es nicht umgesetzt wird. Und auch sowas kann aber dann, so eine Diskussion kann dann helfen, auch nochmal auf diese Probleme hinzuweisen. Also nehmen wir mal jetzt dieses besonders ärgerliche Teil namens Elena, wo Beschäftigtendaten in Abermilliardensätzen da in eine zentrale Speicherstelle kommen. Es ist nicht eingestellt worden, es ist angekündigt worden, dass es eingestellt wird. Das war auch letztes Jahr schon mal angekündigt. Wir hoffen mal sehr, dass es jetzt auch wirklich passiert. Allerdings ist es auch angekündigt worden unter der Maßgabe, dass diese teure Technologie, von der wir allerdings nicht wissen, wie teuer sie ist, weil es gibt keine Informationsfreiheit in der Umsetzung, weil wir haben weder das Verfahren, ist klar, noch der Kostenfaktor, also es wird so geschätzt auf 800 Millionen irgendwie, so diese Zahl geistert so rum, aber genaues weiß man nicht. Und wenn wir jetzt schauen, das ist ein staatliches Projekt, wo ganz klare Gesetze gelten, die man muss über seine Daten Selbstauskunft einholen können. Dieses Projekt ist so organisiert, dass das erstmal technisch noch nicht mal möglich war, was ein Skandal ist. Jetzt wäre es möglich und es wird trotzdem nicht gemacht. Die Daten sind immer noch nicht gelöscht, die schwimmen da immer noch rum. Und es gibt jetzt ein Gericht, wir haben von Verdi einem Kollegen Rechtsschutz gegeben, damit er diese Selbstauskunft einholen kann, also das durchklagen kann. Da sagt das Gericht, oh ja, da gibt es doch eine Ankündigung der Politik, willst du nicht noch ein bisschen warten? Ja? Also unglaublich, einfach als Rechtsstaat, ja, also statt dass gesagt wird, der Sinn dieser Klage war ja, dass man den Staat auf die Finger haut und sagt, geht das so, geht das nicht. Ihr müsst das ordentlich machen, wenn ihr schon solche Projekte macht, ja, dann müsst ihr sie auch rechtsstaatsgetreu machen, wird aber nicht gemacht und dann kommt eine Klage und es wird nicht umgesetzt. Also da sind wirklich so viele Defizite und das ist wirklich nur ein Beispiel von unglaublich vielen, wo so langsam auch Rechtsstaat und Demokratie wegbröckelt, einfach qua mangelnder Umsetzung, schon bestehender. Es gibt auch positive Berichte. Wir haben ja auch heute noch ganz viel Gelegenheit, bei Kaffee und anderen Getränken das nochmal auszutauschen. Nochmal kurz in die erste Reihe, der Kollege aus Cottbus. Ja, es verblüfft mich ein bisschen, dass eine Diskussion, die ja offensichtlich von der Linken, obwohl ich ja nicht besonders nahe stehe, ja betrieben wird als Diskussionsplattform, in der erstmal grundsätzliche Haltungen geklärt werden sollen zu bestimmten Themen der Informationsgesellschaft, sehr schnell
letztendlich, wie soll ich sagen, im Kleinen-Kleinen einzelner Maßnahmen diskutiert wird. Ob jetzt Open Data, wie das gefördert werden könnte, ob auf der Gemeindeebene bestimmte Dinge freigegeben werden. Das finde ich dem Titel eines solchen Panels, das immerhin Informationsfreiheit heißt, ziemlich unangemessen. Denn zunächst mal wäre zu klären, was Sie hier unter Freiheit verstehen wollen. Vor allem, weil es da ja nun definitiv hier gerade von dem ehemaligen Landesdatenschutzbeauftragten, wo es mit dem Hinweis auf 1762 hier angedeutet, durchaus unterschiedliche Herangehensweisen an Freiheit gibt, die auch zu sehr starken Konflikten führen können. Nicht? Man kann natürlich argumentieren, Demokratisierung vor Liberalisierung. Man kann aber mit guten Gründen genau dagegen argumentieren, denn die Errungenschaft der bürgerlichen Rechte sind immer auch ein Schutz gewesen vor den Zumutungen, vor zu viel Mitentscheidung anderer. Und das ist, glaube ich, ein Grundsatz und Entscheidung, die sich eine Partei vielleicht schon nicht ersparen sollte. Und ich halte die Position im Prinzip alles, was mehr als zwei Leute miteinander besprechen, öffentlich zu machen, den ersten, aber auch den wirklich nur, das ist der erste, aber auch der einzig notwendige Schritt in einen totalitären Staat. Das müssen Sie sich doch mal klar machen. Oha, jetzt wird es hier spannend hier. Würde jetzt einfach trotzdem erstmal sagen, Annette hatte sich gemeldet, dann kann Alina noch mal kurz überlegen, was sie dazu sagt. Wir waren vielleicht, das ist ja jedem unbenommen jetzt zu sagen, ihr seid auf einem ganz anderen Level eingestiegen, als ich das angedacht habe, das ist sicher richtig. Da sind ja einfach auch ganz verschiedene Sichten und Erfahrungshorizonte, aber jeder hat natürlich seinen eigenen Themenbereich so ein bisschen, ne? Und da sind wir natürlich bei dem Themenbereich angestiegen. Völlig korrekt, dass man auch das wesentlich grundsätzlicher annehmen könnte. Erstmal Annette und dann vielleicht erst Halina zu dieser Situation, was zu diesem eigenen Statement was sagt. Also wir sprechen ja von Informationsfreiheit, nichtsdestotrotz, es gibt ja immer Gleichzeitigkeiten. Es gibt ja auch andere Dinge, zum Beispiel auch meine Gewerkschaft hat Verfassungsbeschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung eingelegt. Und zwar gerade vor dem Hintergrund, nämlich der Meinungsfreiheit, wo man gesagt hat, es gibt gar keine Freiheit ohne Privatheit. So, also der Schutz der Privatsphäre und der Austausch und so weiter, das sind ganz zentrale Sachen. Insofern war ja auch der Hinweis auf Gleichsetzung mit Journalisten, also bestimmte Rechte, das ist ja auch ein ganz wichtiger Themenbereich. Wir haben auch gesagt, Vorratsdatenspeicherung kann unter dem Gesichtspunkt des Informantenschutzes, also auch die Pressefreiheit, ist davon abhängig, dass es einen Schutz der Privatsphäre gibt. Und das gehört ja auch dazu. Das sind praktisch Gleichzeitigkeiten. Nichtsdestotrotz, wenn man einerseits gegen die Vorratsdatenspeicherung ist, kann man durchaus auch für Informationsfreiheit gleichzeitig eintreten und sagen, das müssen wir pushen. Okay, ja. Ich bin, bevor das mit dem Totalitarismus kam, was anderes gestolpert. Nämlich, ob es nicht ein zu viel an Mitbestimmung gibt. Darüber bin ich gestolpert. Und ich habe ja versucht, vorhin am Anfang deutlich zu machen, woraus sich meine These... Das gehört zusammen. Woraus sich meine These, die ich hier vertreten habe, herleitet. Aber ich habe ja bewusst die Einschränkung gemacht und ich finde es interessant, dass es sozusagen schon die zweite Diskussion ist, wo mir genau das passiert. Eher über mich nachdenken wahrscheinlich, nämlich, dass ich sage, natürlich gilt es, die Privatsphäre zu sichern. So. Für mich bedeutet Totalitarismus, also wenn wir überhaupt in diese Debatte einsteigen, sozusagen ein Durchdringen bis in die Privatsphäre. Genau das möchte ich ausschließen. Es geht mir, das habe ich vorhin versucht zu umschreiben mit dem Begriff staatliches Handeln, wirtschaftliches Handeln, öffentlich wahrnehmbares Handeln von politischen und weitführenden Organisationen. Wollen Sie das zum Beispiel bei Freiberuflern, bei Einzelunternehmern, bei Selbstständigen unterscheiden? Wirtschaftliches Handeln und privates Handeln. Völlig unmöglich. Bei den meisten kleinen Gesellschaften ist das praktisch genauso unmöglich. Und Sie müssen einfach nur einmal Rousseau gelesen haben, um zu wissen, was Ihre Forderung bewirkt. Wenn jeder Bereich, selbst wenn die Privatsphäre ausgeschlossen wäre, und ich glaube, das würde Ihnen nicht mal gelingen, diese Unterscheidung zu ziehen, wenn jeder Bereich der öffentlichen Kontrolle unterworfen ist,
dann haben Sie natürlich einen möglicherweise extrem durchdemokratisierten Staat, so wie bei Rousseau nämlich. Aber Sie haben einen totalitären, unfreien Staat. Also, vielleicht kann ich noch dazu sagen, dass ich mich auch, schon auch als Selbstständige gearbeitet habe. So, wenn ich auch als Anwältin arbeite, gibt es noch beispielsweise den Mandantenschutz. Selbstverständlich. Sehen Sie, aber jetzt fangen Sie an. Moment, mal, lass mal ausführen lassen. Es wäre ausgesprochen gut, wenn ich zumindest den Gedanken zu Ende führen könnte, bevor ich Mandantin werde. Also, weil sonst wird es einfach total schwierig. Selbstverständlich gibt es sozusagen in dem Bereich, nehmen wir mal den Anwalt, gibt es die Notwendigkeit, dass ich Mandanteninteressen schütze. Logischerweise, weil das könnte den Beruf des Anwalts nicht ausüben. Selbstverständlich kann ich aber als Anwalt beispielsweise sagen, ich, weil es hat sozusagen mit dem Mandantschaftsverhältnis zu tun, wie viel Einnahmen und wie viel Ausgaben habe ich. So wie ich es völlig korrekt finde, dass Bundestagsabgeordnete, die Nebeneinnahmen haben, diese offenlegen müssen. Und wenn sie in der Anwaltskanzlei sind, müssen sie halt offenlegen, was weiß ich habe im Jahr einen Umsatz von, keine Ahnung, wie viel Kohle. So. Das finde ich sozusagen völlig legitim. Finde ich richtig. Aber ich finde den Ansatz zu sagen, es gibt, also demokratietheoretisch, es gibt Sachen, die die Gesellschaft angehen, die darf nur ein Teil der Gesellschaft wissen, das finde ich irgendwie für mich ein Widerspruch in sich. Wie soll ich denn als Gesellschaft die sozusagen die Entscheidungsmechanismen, der nur verleiht, im Regelfall für 4 Jahre an Leute, wie soll denn eine Gesellschaft entscheiden können, wenn sie die Information nicht hat? Sie haben das aber auch auf Unternehmen übertragen. Und wie soll ein Unternehmen sinnvoll agieren, wenn sie ständig praktisch für den Rest für andere arbeiten? Also zum Beispiel Wettbewerb unter den Bedingungen, die Sie skizzieren, wäre unmöglich. Ein Unternehmen kann doch, wir können es wegen mir auch einschränken, wenn es der Wahrheitsfindung jetzt hier dient, auf öffentliche Unternehmen, würde ich jetzt so nicht sehen, aber wenn es was hilft, ein Unternehmen kann doch selbstverständlich, also finde ich jedenfalls, kann doch irgendwie sagen, wir haben Umsatz von bis. Wir zahlen Gehälter von bis. Ich glaube jetzt, das ist jetzt ein kleiner Dialog, den vielleicht die beiden dann auch nochmal bilateral fortsetzen können, in diese Tiefe des Unternehmens. Also du hattest ja vorhin gesagt, ihr habt zu kleinteilig angefangen. Ich glaube, das ist auch wieder eher etwas kleinteiliger Dialog. Die Frage ist ja so ein bisschen auch, ob das Netz nun Dinge verändert an diesem Ganzen, denn natürlich hat er auch bisher der Abgeordnete die Möglichkeit, was die kommunalen Unternehmen betrifft, immer dabei zu bleiben, natürlich selbstverständlich auch Dinge an Zahlen und Daten anzufordern. Die Frage ist ja in unserem Kreis jetzt ein bisschen beim Thema Netz, da möchte ich vielleicht nochmal hinzu zurückkehren, was ändert sich eigentlich an dem, was bisher möglich war, an Informationen, an parlamentarischen Optionen, auch an aus der Sicht der Arbeitnehmer. Da gab es viele Dinge, da gab es viele Rechte, da gab es Möglichkeiten. Da haben wir in Deutschland ein erkämpftes Niveau an Mitsprache, an Transparenz. Was ändert sich jetzt eigentlich durch das, was das Netz, was die Tools im Netz, sagen wir mal, uns bieten? Das ist ja ein bisschen der Punkt. Denn um nochmal zu Stefan zurückzukehren, also ich frage den Staat, ne, das klingt so gut, ich frage den Staat. Natürlich haben wir Petitionsausschüsse in allen Parlamenten. Wir haben Tools, die dann sagen, ich frage meinen Abgeordneten jetzt. Ja, aber als jemand, der für Harald Wolff arbeitet und das seit 10 Jahren, natürlich kann jeden Tag jemand schreiben, Herr Wolff, wie sieht es damit aus, wie sieht es damit aus. Also wir haben ja bis jetzt auch schon Möglichkeiten gehabt, Informationen mit mehr oder minder Erfolg zu erlangen. Und durch das Netz, durch die Art der Plattformen, ist ja auch ein bisschen einfach der Versuch, das ist auch bei den Abgeordnetenportalen so, mehr Transparenz dafür zu haben. Also das Wissen darüber, mein Abgeordneter oder die Anfrage, die ich stelle, wird durch das Netz viel mehr Menschen kundgetan und damit ergeben sich zusätzliche Multiplikationseffekte, würde ich mal so sagen. Und insofern würde ich gerne nochmal da zurückkehren zu dem Thema, was ändert sich eigentlich durch das Netz, was ist eigentlich das Motiv auch für die OKF-Leute zu sagen, wir sind jetzt da dran am Netz und versuchen wirklich mal rauszukriegen, was sind doch die Tools, die Demokratie befördern. Ja genau, also wir versuchen halt nicht nur wirklich die Menschen zu informieren und die Informationen
Informationen herauszubringen, natürlich auch ein bisschen Druck aufzubauen. Also zum Beispiel das Informationsfreiheitsgesetz, es gilt einfach, nur wie wird es umgesetzt? Jetzt dokumentieren wir, wo das online tatsächlich die Praxis ist und damit bauen wir natürlich Druck auf die Behörden auf. Und natürlich auch Druck auf die Politik, um da Verbesserungen herbeizuführen. Wenn wir das öffentlich machen und alle es sehen und sich darüber aufregen können, dann kann natürlich, hoffen wir natürlich, dass da schneller Änderungen passieren. Also ich glaube, einmal Leute informieren und gleichzeitig halt irgendwie versuchen, da in der Richtung was zu bewegen. Ich glaube, das ist halt unser Ziel. Also ich muss auch mal kurz irgendwo einhaken, Parlament, du wolltest ja jetzt irgendwie das Parlament total öffnen. Informationsfreiheitsgesetz gilt halt total überhaupt nicht für Parlament. Ja? Ganz schlimme Sache, das Parlament überall alles geschlossen und kein Gesetz, das es irgendwie öffnet. Und das IFG müsste halt irgendwie da auch mal drauf drüber angewendet werden. Bin ich für. Ich nehme nochmal aber den Gedanken auf des totalitären Systems, da ja ganz viele Menschen auch sagen, was du bist bei Facebook, das ist ja wie bei der Stasi. Also diese Vorstellung, dass Menschen derzeit selber Daten, auch Unternehmen, aber auch meinetwegen Senatsverwaltung selber Daten bei Facebook reinstellen, dass sie diese Portale nutzen, dass es da zum Teil ja auch ohne Richtlinien Prozesse gibt, wo Informationen weitergegeben werden. Da ist der Vorwurf natürlich, dass durch einen Großteil der Offenheit, durch dieses einfach alle Daten in die Welt, dass natürlich dann auch die Möglichkeit der Kontrolle größer werden. Die Ängste sind da, die sind vielleicht auch berechtigt. Wie siehst du das, Agatha? Ja, das ist absolut berechtigt. Es ist ja schon im Panel vorhin die Diskussion darüber gekommen, wer hat die Hoheit über wichtige Infrastrukturen. Und ich denke, wir müssen die Frage des öffentlichen Raums im Netz dramatisch pushen. Also es kann überhaupt nicht sein, das meine ich auch unter dem Gesichtspunkt Informationsfreiheit, deshalb ist mir ein so großes Anliegen, dass man auch sowohl Verträge, soziale Verfahren, aber auch eben die technischen Verfahren wirklich transparent macht. Und bei den technischen, da bestehe ich drauf, und zwar von A bis Z, also weil es geht um die Hoheit, die ich über meine Daten habe. Eine grundsätzliche Frage, die natürlich das Ganze hier schon aufwirft, ist, dass wir hier an einem relativ anfänglichen Stadium sind. Wir haben plötzlich sehr viel mehr Informationen, die wir auch durch Informationsfreiheitsanfragen oder so bekommen, die aber nicht unbedingt voraussetzt, dass man sie so ohne weiteres interpretieren kann. Also wir müssen, tatsächlich wird es einerseits eine Aufgabe von Journalisten sein, aber es wird auch eine weitergehende Aufgabe geben, Leuten klarzumachen, also sie ihnen sozusagen beizubringen, wie kann ich Informationen interpretieren, weil wenn ich eine riesige Excel-Tabelle habe, werde ich daraus jetzt irgendwie schlau? Erstmal nicht. Das heißt, es geht im Zuge dieser Informationsfreiheit, glaube ich, künftig auch sehr viel um Vermittlungsleistungen. Trotzdem wäre ich natürlich so dafür, so viel Informationen wie möglich bereitzustellen, weil wenn ich sonst das Beispiel hätte mit aus dem Kontext gerissen und so weiter, könnte ich auch so weit gehen zu sagen, ich lasse niemanden mehr Elektrotechnik studieren, weil der könnte als Absolvent Bomben bauen. Das wäre auch blöd. Hey, wie gesagt, du hast das jetzt wieder das überspitzt. Weil nochmal, ich wollte nicht die Gegenposition vertreten, ja, weil Informationen aus dem Kontext gerissen werden könnten, theoretisch müsste man jetzt auf jeden Fall, ich sag mal, wirklich Informationsflüsse kappen oder was. Aber ich wollte lediglich genau darauf hinweisen, was du zuerst mal gesagt hast, ich meine, wir müssen uns viel, viel besser, die Möglichkeit haben, viel besser informieren zu können. Aber wenn ich mir anschaue, ja, also die Informationskompetenz, genauso wie die Medienkompetenz ja immer überall gefordert wird, ja, aber das ist eine theoretische Anforderung, bei der ich nicht glaube, dass die jeder haben möchte. Ja, also wenn ich mir anschaue, welche Informationsbedürfnisse die Leute in letzter Zeit immer befriedigen, dann sind es nämlich eben die der fragmentierten Öffentlichkeiten. Ich informiere mich da, wo ich meine Meinung dupliziert und multipliziert bekomme und so weiter und so fort. Da sammeln sich diese Informationen. Oder wie der österreichische Blogger eben Robert Miesig gesagt hatte, ne, in dem Fall diejenigen Leute, die am lautesten und mit den Knaller-Headlines schreien, werden am meisten wahrgenommen. Aber das deswegen, und genau da habe ich das Problem, dass da nämlich die richtige Einordnung, dass wir dir denn nicht entgegenarbeiten. Da sind wir aber jetzt, seid ihr euch ja alle ziemlich nah, sowohl bei der Frage der Einordnung, auch der Frage, in welchen Kontext man das setzt. Und so ein bisschen kommt dahinter natürlich jetzt nicht nur die Frage der Bildungsarbeit, sagen wir mal, am Journalisten, das ist ja auch eine sehr kleine Teilgruppe, sondern natürlich auch die Gruppe, wie prinzipiell Menschen heutzutage mit dieser Informationsflut überhaupt umgehen. Wir sind hier ein sehr kleiner Kreis, wir reden auf sehr hohem Niveau. Und schon bei der Frage, wer liest die wer liest das Kleingedruckte, wissen wir ja alle, dass es eben nicht viele Leute tun. Und
Für mich wäre schon die Frage, wie wir das nicht nur bei den Schülern schaffen, sondern haben wir denn überhaupt Lehrer, die auf die Anforderungen dieser offenen Gesellschaft mit dem, was das bedeutet, überhaupt vorbereitet sein? Ich fürchte, die haben wir nicht. Und das ist in den aktuellen Ausbildungsplänen für Pädagogen in Deutschland weder platziert noch auch nur vorgesehen. Naja, also solange ein Haufen Schüler nicht mehr richtig lesen können, wenn wir aus der Schule rausgehen, ist Internetkompetenz nicht unser Problem. Ja, das kann man so sehen, aber genauso würde ich sagen, solange Leute nicht genug zu essen haben, brauchen wir das Lesen nicht reden. Ich glaube nicht, dass wir die einzelnen Schwerpunktthemen gewichten sollten, sondern wir haben ja in der Tat eine Gesellschaft, die sich wirklich sehr divergent entwickelt. Das hast du ja vorhin mit deinem Beitrag schon ganz gut gesagt. Wir haben einerseits ganz viele Menschen, die am Rechner sind, aber was treiben sie da? Wir gehen ja immer beim Thema Computernutzung sehr stark davon aus, ich komme nochmal auf den Begriff des Menschenbildes zurück, wir gehen von einer Nutzung aus, die den emanzipatorischen politischen Prozess befördert. Natürlich sitzen 90% unserer Rentner am Rechner und buchen ihre Reise nach Mallorca da dran. Und sie nutzen das eben nicht und gehen dann zu ihrer Parteiversammlung mit einem kleinen Papier und schreiben sich ran, Herr Lina hat geredet. Also was wir in diesem Kreis vielleicht, das setze ich mal jetzt einfach so ein bisschen voraus haben, ist ja das Bild, dass die moderne Technik, also mit modern in Anführungsstrichen, Menschen befähigt, besser diesen emanzipatorischen eigenen Beitrag in der Gesellschaft zu leisten. Das, glaube ich, schon muss befördert werden. Und das wird natürlich verlangen, dass man A, genug zu essen hat, B, ein trockenes Dach über sich, das ist ja auch nicht in allen Ländern, dass man Rechnerzugang hat, dass das ein Kostenverhältnis ist und das bedeutet natürlich auch, dass man lesen und schreiben kann, ganz sicher. Und insofern muss, da gebe ich dir auch vollkommen recht, wenn ich nicht mal so weiterdenke, natürlich die intellektuelle Computerschikaria eigentlich auch viel eher darüber nachdenken, was machen wir mit den ganz vielen Analphabeten. Wir reden über den Partizipationsprozess, wenn im Ernstfall Leute, während wir das gerade noch fix tippen, gar nicht so schnell lesen können. Absolut, das spielt eine Rolle und kommt auch ein bisschen zu kurz. Tatsächlich müsste man früher anfangen, weil allein die Vorstellung, dass Technologie irgendwas mit Emanzipation zu tun hat, ist eine Idee der 70er und 80er Jahre, die sich wirklich als obsolet erledigt hat. Gut, jetzt erstmal hier viele Themen. Ja. Annette, wenn du darauf hinweist, dass es Gruppen gibt, die aufgrund ihrer guten Vernetzung es schaffen, Themen zu pushen, die es bei der objektiven Betrachtung nicht so verdient hätten, so nach vorne gespielt zu werden. Das ist natürlich ein Phänomen, das wir schon seit langer Zeit haben. Das heißt, wir haben Teile der Kreativindustrie, die von ihrer wirtschaftlichen Kraft her so klein sind, dass jeder einzelne Automobilzulieferer mehr Umsatzvolumen schafft und dennoch nicht das Gehör bekommt und die Ausschüsse und die Sichtbarkeit, die beispielsweise eben die Musikindustrie oder der Teil der Buchindustrie in Deutschland bekommen. Aus Gründen, die man diskutieren kann. Aber das ist ja nicht ein Versagen oder nicht ein Problem seitens der Buchindustrie, die gutes Lobbying machen und das irgendwie schaffen, durch Trommeln und Heulen sich in den Vordergrund zu spüren, sondern Versagen der anderen Bereiche, die halt eben damit nicht Schritt halten wollen oder nicht außen nicht schaffen, ihre Relevanz darzustellen. Insofern würde ich halt eben da genau ansetzen, das Problem, da können wir vielleicht Einigkeit haben, aber die Lösung ist halt dann zu sagen, okay, wie verschaffen wir es anderen Gruppen ebenfalls ihre Themen zu positionieren. Und wenn es um den Umgang mit den vielen Daten angeht, ich habe jetzt, während wir hier saßen, eine Informationsfreiheitsanfrage gestellt an Senat BTF, und zwar die Bitte, eine Kopie von dem Dienstkalender von Senator Wolf der letzten 24 Monate zu bekommen. Natürlich kann ich es nicht alleine nachher sichten, wenn dieser Anfrage entsprochen wird, wo ich fest davon ausgehen werde. Sondern ich muss halt natürlich dann eben einen kollaborativen Prozess aufsetzen, der mir dann hilft, zu schauen, okay, dem mir natürlich hilft, zu planen, okay, sagen, wo kann ich Muster entdecken, wo kann ich Entwicklungen entdecken, wo kann ich sehen, sagen, wo der informationelle Mehrwert in der Analyse dieses Kalenders denn beispielsweise liegt. Kann ich andere Kalender finden und mir schauen, gibt es da ein Muster oder irgendwas, was nachher im politischen Diskurs einen Mehrwert verschafft. Und dazu habe ich natürlich auch dann sagen, die Open Data, Open Government Crowd, die, deren erster Ansatz immer der spielerische ist, sagen, okay, wir
Wir verschaffen uns erstmal ein Gefühl für die Daten. Wir bauen etwas, was optisch sehr gut aussieht, was nicht darauf ausgelegt ist, ein dauerhaft und permanenter Dienst zu werden, sondern erstmal nur uns die Instrumente mithilft zu entwickeln, um dann, wenn es an die richtigen Daten geht oder um andere Geschichten, loslegen zu können und den Mehrwert daraus zu generieren. Beim nächsten Senator oder bei einem anderen Bundesland oder anderen Senat. Es gab jetzt nicht wirklich eine Frage, ne? Alina hat sich jetzt gemeldet? Ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, trotzdem muss ich auf die eine Sache eingehen, dass wir ein bisschen jetzt vom Netz und Informationsfreiheit wegbewegen. An einer Stelle. Ich will deswegen am Ende, sage ich gleich nochmal, da nochmal einen Bogen spannen. Ich bin jetzt ein bisschen aufmerksam geworden, weil ich den Einwand von Annette richtig fand. Man muss natürlich gucken, dass sozusagen es natürlich eine Situation gibt, wo Leute schneller, umfassender, wie auch immer, auf bestimmte Sachen reagieren. Also ich sag mal, so eine Situation wie Jugendmedienschutzstaatsvertrag, wo man sozusagen ganz schnell ganz viele Leute organisieren kann, hat man für andere Themen nicht. Ist einfach so, muss zur Kenntnis nehmen. Ist es nur an einer bestimmten Stelle auch einfach zu sagen, naja, dann ist es halt so. Und ich versuche das mal mit einem anderen Beispiel, deswegen sage ich, ich gehe mal ein bisschen vom Netz an der Stelle weg. Ich muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass bei der Frage, sozusagen hat in meinem Wahlkreis stattgefunden, behindertengerechte Ausstattung von U-Bahnhöfen. Deswegen sage ich, jetzt mal ein bisschen vom Netz weg. Es ist sozusagen objektiv für viele Menschen schwieriger, es dort was auf die Beine zu stellen, als bei einer Frage, ob es einen kostenlosen WLAN-Anschluss an der Ecke Frankfurter Allee gibt. So, da sind unterschiedliche Voraussetzungen von Leuten, sich zu organisieren und sich einzubringen. Deswegen finde ich ja sozusagen, man muss beides mitdenken. Also ich muss sozusagen auf der einen Seite natürlich auf sowas Rücksicht nehmen, wenn Leute sich organisieren, wenn Leute sich einmischen. Es ist aber auch meine Verantwortung, immer mitzudenken, dass es Leute gibt, die das möglicherweise an der Stelle nicht so hinkriegen. Und ich muss im Übrigen auch mal an der Stelle sagen, jetzt kommen wir zu diesen Netzgeschichten und nochmal zu dieser Kontextgeschichte. Ja, natürlich kommt es immer auf den Kontext drauf an. Aber finde ich, muss man auch mal ehrlich sein. Also zu Zeiten muss noch kein Internet da. Kann mir doch keiner erklären, dass beim Gesetzesvorhaben X und beim Gesetzesvorhaben Y sozusagen alle Informationen hatten. Also das scheint mir sozusagen völlig absurd zu sein, weil natürlich wird immer ein Stückchen fehlen, also sozusagen auch an Kontext. Und es wird immer eine Situation geben, wo du gerade nicht alle Informationen hast. Und natürlich gibt es Sachen, wo du dich besser auskennst und Sachen, wo du dich weniger auskennst. Da muss man dann auch mal sagen, tut mir leid, zu dem Thema kann ich nichts sagen, kenne ich mich nicht aus, habe ich keine Informationen. Also das muss man auch nochmal sagen. Dann will ich aber nochmal einen anderen Punkt ansprechen. Hier ist mehrmals gesagt worden, ja, wir gehen beim Netz aus vom mündigen Bürger und vom emanzipatorischen oder emanzipativen Bürger. Und das war auch in der Debatte, dass sozusagen die mündigen Bürger und die emanzipativen Bürger sich einmischen. Und also das kann man ja auch nochmal diskutieren. Ich will vor einer Illusion warnen. Ich will vor der Illusion warnen, dass wir auf der einen Seite irgendwie die haben, die entscheiden in Unternehmen, in Politik, die sozusagen alle den Kontext kennen, die alle Informationen haben und die ansonsten auch irgendwie, also weder anfällig für Populismus noch für Druck sind. Das halte ich sozusagen komplett für Quatsch. Also ich will einfach nochmal sagen, man kann heutzutage, ob man jetzt in einem Parlament sitzt oder nicht, ob man in einem Unternehmen sitzt, ich rede jetzt mal bewusst von öffentlichen Unternehmen sitzt oder nicht sitzt, kann man sozusagen genauso viel Informationen haben, wie sozusagen die Gemeinschaft drumherum im weitesten Sinne. Man kann genauso wenig Informationen haben. Also mal ernsthaft, wer glaubt denn, dass irgendwie ein Geschäftsführer von irgendeinem Unternehmen oder der 0815 Abgeordnete tatsächlich den ganzen Kontext hat? Also das sind doch nicht die Leute, die wirklich entscheiden. Sondern das ist doch sozusagen eine Blase drumherum. Und die hebt man bis Netz. Weder verschlechtert sich da noch was, noch verbessert sich da was. Gut. Jetzt gibt es beim Zoom. Als Option. Beim Zoom. Erstmal eine Anmeldung. Und zusammen. Ja. Annette hat ja angesprochen, im Prinzip das, was Herr Lina gerade nochmal aufgegriffen hat,
mit der Möglichkeit, da Agenda-Setting zu betreiben, um es dann mit einem modernen Wort zu nutzen. Und ich finde das schwierig jetzt, das der Informationsfreiheit und dem Open-Data-Ansatz zur Last zu legen. Ich glaube, da ist einfach die technische Entwicklung, dann habe ich dich falsch verstanden. Aber so, du hast es als Problemfeld aufgetan und ich denke, das kann man dem nicht zur Last legen. Da ist einfach die technische Entwicklung vielleicht ein bisschen weiter als die gesellschaftliche Entwicklung oder die Entwicklung der Politik sich nicht. Darf ich mal ganz kurz, weil es anscheinend habe ich mich da missverständlich ausgedrückt. Okay. Mir ging es überhaupt nicht darum, dass Leute nicht ihr Agenda-Setting betreiben sollen und zwar so offensiv, wie sie nur können. Das sollen sie doch machen. Mir ging es um die Politiker, die differenzieren müssen und sagen müssen, so, und ich muss als Politiker entscheiden, was nehme ich wahr, was nicht, und man muss auch dann wiederum eine Akzeptanz auch haben, und das muss insgesamt gesellschaftlich geübt werden, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass nur weil irgendwie dort im Netz gerade der Wert tobt, man jetzt 100% seiner Energie diesen Drogenden im Netz widmet, sondern man hat, und das meine ich auch unter dem Gesichtspunkt repräsentativer Demokratie, da wird es ja ganz spannend, also es gibt durchaus auch noch Aufgaben, wo ich sage, ein Politiker, eine Politikerin muss sich kümmern. Dafür sind sie gewählt worden und sie müssen erst recht jetzt sich konzentrieren, zu schauen, wo sind Leute, die sich vielleicht nicht so artikulieren, und sie müssen ein Auge haben und gucken, wo brennt etwas nach deren politischer Wahrnehmung, was gilt es zu tun, und man darf sozusagen nicht nur dorthin gucken. Das war alles. Dass natürlich alle das Netz nutzen sollen und natürlich auch, ich bin ja sogar, es gibt sogar schon Initiativen, die finde ich total super, ja, wo jüngere Leute, gerade älteren Leuten helfen, um auf bestimmte Missstände in diesen blöden Altersheimen aufmerksam zu machen, was die aber wiederum selber gar nicht hinkriegen. Und da, also selbst da läuft ja sogar etwas, wo auch wieder das Netz genutzt wird. Also es gibt ja ganz viele Sachen. Ich wollte nur sagen, es ist wichtig, nicht sich jetzt komplett, also wenn wir schon bei Agenda Setting, dann nehmen wir auch noch die Aufmerksamkeitsökonomie. Also dann schauen wir und sagen, wir müssen einfach genau gucken, welche Ressourcen wir wohin stecken. Und das war bloß damit gemeint, dass ein Politiker jetzt zunehmend versucht ist, weil die ja natürlich permanent öffentlichkeitsabhängig sind, ja? Zunehmend versucht sind, dann auch auf diese Öffentlichkeit, die dort tobt, permanent zu antworten. Und da sage ich einfach, wir müssen auch insgesamt lernen, es gibt bestimmte Jobs, und da bin ich dafür, dass man auch hin und wieder mal die Leute in Ruhe lässt, ja? Und sagt, ich muss auch nicht jeden Tag irgendein Gewitter von denen haben, ich möchte einfach, dass sie ihre Arbeit tun, und die müssen sich konzentrieren darauf, wie auch eine Verwaltung, alle müssen sich konzentrieren darauf, dass sie eben dem öffentlichen Interesse nachgehen und dort versuchen, Missstände aufzudecken oder Sinnvolles zu tun oder was immer eben so ein Politikerjob dann eben beinhaltet. So. Das trifft ja das was Halina sagte, dass wir natürlich in der Aufmerksamkeitsökonomie und in Berlin sicher oder in großen Städten noch stärker als in kleinen Orten natürlich wirklich die Situation haben, dass eben aufgrund der Thematik Menschen in der Lage sind, schon sehr viele zu mobilisieren. Also wenn gegen den Fluglärm demonstriert wird, sind das natürlich mehr Menschen als für bestimmte soziale Themen, und dass natürlich die Medien genauso wie die Politiker häufig auch schon vor dem Netz natürlich sehr stark versucht sind, dahin zu gehen, wo der Druck am größten ist, welche Zeitung das bringt, ist der RBB dabei oder nicht, das ist ganz klar, so wird agiert. Und da muss man natürlich sehen, so habe ich deine Intervention verstanden, ob durch das Netz und durch die neue Ebene der Aufmerksamkeit dort nicht auch eine weitere Themenverschiebung passiert. Und letztendlich ist es natürlich aber die Rolle auch der Politik innerhalb so einer Fraktion, dann das auszutarieren und zu sagen, hallo, Pflegeheim, Beispiel, da ist jetzt keiner, der twittert, aber es ist auch ein wichtiges Thema. Also, das, glaube ich, ist schon umgedreht. In der Fraktion muss man sagen, es gibt übrigens noch was, da wird getwittert. Okay. Das ist immer wieder beim Einstieg. Ich würde ja gerne, ich denke, dass ihr alle mitbekommen habt, es sind ja einige, ich habe jetzt hier nicht permanent geguckt, was twittern die hier, die jetzt hier in dieser Runde gar nichts gesagt haben. Ich hoffe, dass es für die auch ganz spannend war. Und einige Ansätze sind ja wirklich so, dass wir die Themen und nur die anreißen konnten. Dafür gibt es jetzt die Möglichkeit, das noch bilateral zu besprechen. Ich ende natürlich wie immer bei einer
Frage an alle, das wird ja immer gerne gemacht, und zwar die Frage, die wir einfach mal überlegen kurz, wenn ihr drei euch etwas wünschen könntet, nach dem Motto, diese Daten könnte ich mir wünschen, das würde ich gerne sehen, also vielleicht nicht den Kalender von Harald Wolf, was wären für euch drei die Datensätze oder überhaupt diese Informationen, wo ihr sagen würdet, wenn ich Klick machen dürfte, würden diese Daten mich am allermeisten interessieren und vielleicht noch eine kleine Begründung, warum. Halina? Mich würden sämtliche Daten des Bundesamtes für Verfassungsschutz interessieren, um danach begründen zu können, warum erstens mindestens, These von mir, 80% zu Unrecht erhoben worden sind und B, daraus abzuleiten, dass es überhaupt keinen Sinn macht, Geheimdienste weiter zu haben. Blick in die Runde, wer würde diesen Wunsch von Halina folgen wollen? Okay. Also 8 Leute würden das auch wollen. Stefan? Das ist natürlich zu viel, aber gestern hatte ich ein letztes Gespräch und zwar ging es dann um die Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, die irgendwie erstellt werden, aber dann manchmal nicht veröffentlicht werden, manchmal schon und manchmal dann auch nicht rausgegeben werden, obwohl dann Abgeordnete quasi die lesen und darauf Entscheidungen treffen. Und ich glaube, der wissenschaftliche Dienst, Wissenschaft ist peer-reviewed, das muss mal gemacht werden. Okay, wer würde diesen, wer würde diesen Wunsch teilen und mitmachen? Auch 8 Leute. Interessant. Ich muss an der Stelle vielleicht nochmal eine kurze Zwischenintervention machen. Das ist ja interessant, dass wir also jetzt eine völlig disparate Besetzung Männlein, Weiblein im Publikum und auf dem Podium haben. Das, da gestatte ich mir mal kurz. Wir sind also von 4 Leuten 3 Frauen im Podium. Wenn ich das niemandem zu nahe treten darf, haben wir eine Frau. Jetzt kommt Annette mit ihrem Wunsch. Was wäre für dich der Punkt, wo du sagen würdest, das würde ich gerne sehen? Ach so, aktuell interessiert mich, wer hat an Elena verdient? Ganz simpel, Begründung, es gibt ein Projekt, wovon seit mittlerweile mindestens einem Jahr fraktionsübergreifend gesagt wird, das erfüllt nicht die angekündigten Ziele. Es ist teuer, es ist bürokratisch und es ist ein Datenmoloch. Und dann kann es plötzlich sein, es wird trotzdem weitergeführt. Und wie sowas entstehen kann, das würde mich interessieren. Was sind das für Einflüsse? Und da glaube ich, kommt man ganz schnell dahinter, indem man sagt, wer hat daran verdient, die Daten will ich haben. Immer eine gute Frage. Wer würde dieser Frage von Annette Folge leisten und mitklicken? Ja, ich auch. Ich gucke jetzt einfach mal in den Raum. Wer hatte noch, es ist ja ein sehr aktives, eine ganz aktive Zuhörergemeinde, wer hatte noch eine Frage, was er gerne haben würde, was jetzt noch bei den drei nicht erwähnt wurde? Hat sich jemand nicht erwähnt? Ich habe nur einen Vorschlag zu der ersten Frage. Man kann ja einen wissenschaftlichen Mitarbeiter, es gibt ein Beispiel, von der, vom Berliner Verfassungsschutz einladen, der zu diesem Thema, was er macht, spricht. Das hatte die Humanistische Union im Haus der Demokratie gemacht. Und da wurde die Frage gestellt, was machen Sie? Und da hat er gesagt, die veröffentlichten Sachen, die arbeitet ja durch unter diesen Prämissen, ja, die der Verfassungsschutz hat. Nicht? Und da hatte ich die Gegenfrage gestellt, so, können wir auch einen Journalisten dafür? Das war zwar die Aussage nach 89, nicht, wo man gesagt hat, das können Journalisten auch machen. Und da hat dann der Moderator gesagt, naja, das ist eine, da hat er das erwähnt, nicht, dass das, gut, das halten wir 89, das nicht, aber man kann den einladen, man kann den einladen. Halten wir für die nächsten Tage fest hier, vielleicht geht der gerade in den Alpen war, wir laden jemanden vom DFB ein. Großartige Sache. Mitarbeiter. Ich würde mich jetzt einfach bei allen bedanken, vor allem natürlich bei Annette, Halina und Stefan für die Mitarbeit hier im Podium. Viele Fragen sind, wie gesagt, noch offen. Es ist ja auch ein Thema, was sehr stark in der Diskussion ist. Es gab viel Widerspruch, das ist auch sehr schön. Insofern wünsche ich allen eine gute Kaffeepause und noch einen restschönen Tag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.